Ho! Hallo, liebe Freunde der pyrotechnischen Unterhaltung. Ja, so oder so ähnlich müsste das klingen, wenn ich der Chef des Feuerwerksshops wäre, der diese tollen Artikel für mich zur Verfügung gestellt hat. Bin ich zwar nicht, aber trotzdem vielen Dank an Röder Feuerwerk für die Bereitstellung. So, und nach der ganzen Werbung und dem mich bedanken und ähnlichen, möchte ich jetzt natürlich auch mit diesem Unboxing beginnen. Ich habe hier zwei richtig fette Pakete von Röder bekommen. Da wirklich jetzt mal vielen Dank. Die sind auf mich zugekommen, haben gesagt, hey, möchtest du nicht was machen? Und ich habe gesagt, ja, ich möchte. Also fangen wir einfach mal direkt mit den beiden Paketen an. Hier oben sieht man schon die Jubelbox von Röder Feuerwerk anlässlich des 20-jährigen Jubiläums. Wie ich finde, ein absolut cooles Design. Das ist ein Verbundfeuerwerk, 120 Schuss, 90 Sekunden Brenndauer, NEM 1,6 Kilo. Das ist ein wirklich schönes Ding. Natürlich F2 gerade gefächert geschossen. Die macht echt was her. Ich muss dazu sagen, ich weiß, dass die bereits im Käfig ist. Deswegen werde ich es mir sparen, die jetzt aufzumachen, um euch den Käfig zu zeigen. Ja, einfach mal noch kurz dazu. Der ganze Karton wiegt 13 Kilo. Die Cake an sich 12 Kilo. Wie gesagt, 1,6 Kilo NEM. Das ist schon ein fetter Verbund. Also schaut euch mal das Video an. Die ist auf jeden Fall brachial und wirklich schön zum guten Preis von, ich glaube, knapp 90 Euro. Und dann werde ich dieses Monster mal weghieven und wir widmen uns dem Paket darunter. Ja, hier haben wir nun das eigentliche Objekt der Begierde. Einen großen, wirklich schweren Karton. Ich habe schon mal die Rechnung und alles weitere entfernt. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Aber wir packen jetzt mal aus, was da so Schönes drin ist. Natürlich erstmal jede Menge ökologisches Verpackungsmaterial. Greta wäre stolz, liebes Röder-Team. Ja, bei mir macht's einfach nur Dreck. So, fangen wir mal an. Hier drin ist ein Sticker. Ja, Röder hat da ja einige, aber mit recht witzigen Sprüchen. Die sind jetzt natürlich alle ein bisschen staubig von dem Verpackungsmaterial. Ein Luftballon gab es auch noch dazu. Dann ein Flyer für ein Gewinnspiel. Gewinne eins von insgesamt 20 tollen Paketen im Wert von 1500 Euro. Hier könnt ihr, wenn ihr tolle Feuerwerksfotografen seid, einfach mal mitmachen. Weiteres findet ihr bei Röder auf der Internetseite bzw. Instagram und Co. Ich widme mich jetzt den Artikel. Fangen wir an. Das römische Lichterbündel in Goldglitter. Ich will es hier mal zeigen. Kaliber 12 mm, 271 Gramm NEM, 20 Meter Steighöhe, Brenndauer 30 Sekunden. Ja, die Röhrli-Bündel, die sind schon recht schön. Also ich habe da die Produktvideos bereits im Vorfeld gesehen. 128 Schuss sind das. Die machen gut was her. Aber ich finde, man muss sie doppelt schießen, weil einzeln wirken die irgendwie nicht so geil. Und Mensch, habe ich ein Glück. Ich habe hier gleich zwei bekommen. Nehme ich einmal Wirbelwind. Das sind Silberwirbel. Der Effekt ist richtig geil. Ich weiß noch nicht, wie die zusammenpassen werden. Gold und Silberwirbel einfach nur von den Effekten. Aber das finden wir heraus. Zweites Röhrli-Bündel. Sehr, sehr schön. Dann geht es weiter mit der ersten Cake, nämlich die Billig und Willig Nummer 3. 25 Schuss, Kaliber 25 mm, 25 Sekunden Brenndauer, 300 Gramm NEM, silberne Chrysanthemen mit blauen Sternen und Rotblinkern, Kokosnuss-Crackling mit Silberchrysanthemen und Rotblinkern. Ja, das sind tatsächlich die Röder-Eigenproduktionen jetzt, wie es mir ausschaut, die ich hier bekommen habe. Zum Testen und Vorstellen. Ich habe die Produktvideos gesehen, gefielen mir teils, teils. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche da welche war. Deswegen werde ich die noch testen, beziehungsweise mir da was einfallen lassen, wie ich euch die am besten präsentiere.
machen wir erstmal weiter. Oh, dieses Verpackungsmaterial macht echt Dreck. Die Chaos-Kometen. Das ist eine leise Batterie, abbiegende bunte Kometen in Salven abgefeuert. 49 Schuss, Kaliber 20 mm, wieder 25 Sekunden Brenndauer, 466 Gramm NEM. Das ist ein cooler, ruhiger Effekt. Ich persönlich stehe ja total auf diese leisen Effekte. Ist aber auch eine Cake, wie ich finde, die alleine ein bisschen schwach wirkt. Also wenn du da zwei, drei von schießt, machen die einen coolen Akzent im Feuerwerk. Ansonsten, ja, ist hübsch, aber ist natürlich nicht mit einer Zerlegerbatterie zu vergleichen. So, dann geht es weiter. Billig und willig Nummer 1. Wieder selbiges Spiel. Ich glaube, das wird sich jetzt hier sofort ziehen bei den eigenen Batterien von Röder. 25 Schuss, 25 mm Kaliber, 25 Sekunden Brenndauer, 300 Gramm NEM. Weißblinker mit blauen und gelben Sternen oder mit grünen und pinken Sternen. Ja, schauen wir mal, wie die ist. Also Blinkerbatterien mag ich immer sehr, sehr gern. Gefällt mir recht gut, deswegen glaube ich, könnte die so der Favorit mit sein. Oder ich glaube zumindest, das war eine, die mir in den Videos ziemlich gut gefiel. Das werde ich nochmal sehen. So, billig und willig Nummer 4. Wieder selbiges, wie ich es mir dachte. 25 Sekunden Brenndauer. Was mich zu einer Idee führt. Was haltet ihr davon, wenn wir anstatt einzelner Produkttests einfach alle Billig- und Willig-Batterien zeitgleich zünden? Das würde mich mal interessieren. Ich mache hier mal so eine Abstimmungskarte euch mit rein. Sagt mir doch mal, was ihr davon haltet. Einzelne Produktvideos oder zusammen auf Schlag zünden, weil die brennen alle 25 Sekunden. Effekt ist goldene Chrysanthemen mit blauen Sternen und Rotblinkern, Goldspinnen mit Rotblinkern. Das ist eigentlich ein Effekt, den ich auch ziemlich geil finde. Ja. So, dann haben wir noch mehr tolles Verpackungsmaterial und bereits die letzte Cake. Den Fischrülpser. Das Design finde ich ja richtig cool. Gefällt mir total gut. Dieser Magen, der hier sein soll. Ich würde sagen, das ist ein Magen, der einen Fischeffekt raushaut. 25 Schuss, Kaliber 20 mm. 20 Sekunden Brenndauer, 150 Gramm NEM. Ja, es ist ein Fischeffekt, mag ich auch wieder sehr gerne. Wie sie so live performt, das werden wir sehen. Gucken wir mal. Volltopfbatterie mit Silberfischen. Da ist wieder Ähnliches, was ich vorhin schon sagte. Das kann sehr, sehr schön aussehen, kann aber einzeln geschossen manchmal ein bisschen untergehen, wie ich finde. Gucken wir mal, was ich draus mache. Ja, und das war's dann auch tatsächlich schon. Ich mache euch jetzt nochmal eine Gesamtübersicht aller Artikel und melde mich dann nochmal. Ja, und an diesem Punkt auch nochmal vielen Dank an Röder Feuerwerk für die Bereitstellung dieser Artikel. Ich freue mich da immer sehr. Ich habe einen recht kleinen YouTube-Kanal. Ihr wisst alle, Feuerwerk ist wirklich, wirklich teuer. Klar, es ist unser Hobby und unsere Leidenschaft, aber ich finde es super, wenn man auf diese Art und Weise unterstützt wird, Videos zu produzieren und einfach euch als Zuschauern was bieten zu können, ohne dass meine Meinung da gekauft wird. Also ich sage immer meine ehrliche Meinung gerade raus, wenn ich was kacke finde, dann äußere ich das. Wenn ich das gut finde und überzeugt bin, dann sage ich euch das auch. Ja, wie gesagt, das ist die Gesamtübersicht. Wir haben quasi vier leise Artikel, die Chaos-Kometen, die Fischrülpser sowie die beiden Rölis. Könnte man auch was mit zusammen machen? Schreibt mir da gerne mal Kommentare, was ihr sehen möchtet. Wollt ihr die Produkte einzeln sehen? Soll ich mir was ausdenken, dass ich sie gemeinsam zünde? Zum Beispiel die vier leisen Artikel zusammen und die drei billig und willig. Wo ich mir die Frage stelle, gibt es eigentlich eine billig und willig 2? Wahrscheinlich nicht. Und ja, ich denke, die drei auf Schlag zünden wäre ganz cool. Und diesen schönen Verbund, der hier hinten steht. Die Jubelbox von Röder. Wie gesagt, da kenne ich das Produktvideo auch haargenau. Das gefällt mir wirklich gut. Die werde ich Silvester zünden, ganz in Ruhe. Ja, und dann war es das auch schon mit diesem Video von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Stimmt ab, schreibt mir einen Kommentar. Lasst mir gerne ein Abo da. Ich freue mich immer darüber. Und wer sich die Frage gestellt hat, diese Tasse, die habe ich recht lange schon. Die habe ich mal aus einem Paket von Röder bekommen. Und ich habe mir wirklich für dieses Video einen Kaffee gekocht.
Ja, ich liebe Kaffee. Also dann, Pyros, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch was und habt eine schöne Vorfreudezeit.